Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ja, es ist Masterszeit, die 88. Ausgabe des ersten Majors des Jahres im Augusta National Club findet statt in Augusta, Georgia. Und zwar, wie bereits erwähnt, das Masters. Und rechtzeitig dazu hat auch wieder mal EA ein Patchnote oder Patchnotes veröffentlicht, und zwar bereits die 12. So, und das Besondere an diesen Patchnotes ist A, dass es neue Plätze gibt für das Game, und B, einen neuen Spieler, aber da komme ich dann gleich dazu, denn es gibt wieder mal interessante Besonderheiten. Aber steigen wir erstmal ein, es gibt 3 respektive 3,5 neue Plätze, und zwar den Par-3-Kurs im Augusta National wurde hinzugefügt. Das ist ein 9-Loch-Platz, aber ausschließlich mit Par-3-Löchern, und da findet traditionell jedes Jahr dann eben zum Masters am Mittwoch immer der Family Day statt, und den hat dieses Jahr Ricky Fowler gewonnen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, dass da sogar ein Spieler, welcher weiß ich leider nicht mehr, aber da hat doch tatsächlich ein Spieler auf der Runde gleich 2 Hole-in-One gespielt, auch ein klein bisschen historisch. Ansonsten die Besonderheit diesmal im Gegensatz zum letzten Jahr, dass man die Major-Plätze nicht kurz vorher, sondern diesmal jetzt zum Masters veröffentlicht hatte, zum Beispiel mit Pinehurst, auch einem geschichtsträchtigen Platz. Hier finden dieses Jahr die US Open statt. Dann Valhalla, der Platz, auf dem die PGA Championship ausgetragen wird 2024, und die Open, die British Open, diesmal in Schottland auf dem Royal Troon, diesem altehrwürdigen Platz, der bereits hier 1878 wohl eröffnet wurde, über 5 Löcher. Okay, das also die Plätze, die jetzt neu hinzugekommen sind. Hier natürlich dieser Platz, ein klassischer Linkskurs. Hier sehen wir auch einen wunderschönen Platz in Kentucky, und mit Pinehurst Number 2 in North Carolina ist es natürlich auch ein schöner Par-70-Kurs, den man hier dann spielen kann zusätzlich. Heute wollen wir aber spielen ein Matchplay auf diesem 9-Loch-Platz bzw. diesem Par-3-Kurs in Augusta National. Und wir werden natürlich alle 9-Loch spielen. Und jetzt gibt es ja eine weitere Besonderheit. Mit Jack Nicklaus ist hier ein weiterer Spieler hinzugefügt worden. Ihr seht es auch, die 99 kommt natürlich nicht von ungefähr, denn er ist der Rekordhalter mit 6 Master-Titel, 6 Green Jackets. Jetzt führt er sozusagen die All-Stars an, kurz dahinter dann mit 5 Titeln Tiger Woods, der auch dieses Jahr versuchen wird, diesen Titel zu gewinnen, um dann hier diesen Rekord mit Jack Nicklaus einzustellen. So, das ist schön, das ist toll, aber jetzt kommt der Wermutstropfen, denn ich würde ja gerne mit Jack Nicklaus spielen, und das scheint nicht zu gehen. Warum, weiß ich nicht. Ich kann als Jack Nicklaus spielen. Also deswegen werde ich mich jetzt hier auch auswählen. Aber ich kann nicht mit Jack Nicklaus spielen. Das finde ich jetzt wieder interessant. Das finde ich jetzt schon wieder bemerkenswert. Und kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Aber es ist, wie es ist. Also gut, dann spielen wir auf dem Augusta National Par 3 Kurs ein Matchplay als Jack Nicklaus gegen die amtierende Nummer 1, Scottie Scheffler. Welcome in, everyone, to EA Sports' continuing coverage of PGA Tour Golf. Rich Lerner pleased, as always, to be joined by Frank Nabilo. And Frank, today we're going old school. This is a one-on-one competition using match play. You've done it around the world, match play over in Europe and at the President's Cup. What does it take to be a good match play golfer, Frank? Someone that stays in the hole as long as possible. And that's the thing, because if you just hit a bad shot, you almost give up on it. I mean, you're conceding a hole immediately to your opponent. Don't give an inch.
So, für alle, die sich jetzt nicht ganz so gut auskennen im Golf und der verschiedenen Spielformen des Golfes, es ist ja so, klassisch wird im Zählspiel gespielt. Das heißt, man spielt 18 Bahnen und am Ende zählt man die Schläge zusammen, plus natürlich auch eventuelle Strafschläge und hat dann einen Score. Und am Ende von 4 Spieltagen hat der gewonnen, der den niedrigsten Score eben gespielt hat. Oder dann eben in einem Stechen sollten mehrere schlaggleich am Ende des 4. Tages sein. Aber die klassische oder auch die ursprüngliche Form des Golfes ist eigentlich das Matchplay. Das heißt, nicht das Zählspiel, sondern das Lochspiel. Und das heißt, wir spielen eigentlich Bahn für Bahn. Und der Sieger, also derjenige, der ja den niedrigen Score an einer Bahn hat, hat das Loch gewonnen, wie man so schön sagt, und bekommt praktisch einen Punkt. Wenn beide das gleiche spielen, dann heißt es Loch geteilt, man geht weiter. Und das hat eben auch zur Folge, dass es sein kann, dass man eben nicht tatsächlich alle 9 Bahnen spielt, sondern es kann natürlich dann theoretisch hier nach dem 5. Loch schon entschieden sein. Sollte eben zum Beispiel ich keines gewonnen haben, mein Gegner alle 5, dann hätte er bereits gewonnen, denn mit 4 weiteren Bahnen könnte ich das Spiel nicht mehr wenden. Das ist so der Unterschied, das sind die groben Formen, eben Lochspiel, Zählspiel, das sind die Unterschiede. Ursprünglich war Golf ein Lochspiel und ist dann immer mehr bekannt geworden, eben durch die Zählspielweise, so wie wir es dann eben auch vielleicht beim Minigolf her kennen. So, also wie gesagt, ich darf Jack Nicklaus hier heute spielen und das ist natürlich nicht Jack Nicklaus, wie er heute aussieht. Seine große Zeit war in den 50er, 60er Jahren, auch bis in die 70er hinein, aber er ist natürlich nicht mehr aktiv unterwegs. Okay, wir schauen uns den Platz an und wir sehen natürlich fast an jedem Grün ist auch Wasser. Hier ist um einen See herum, um ein Gewässer der ganze Platz angelegt. Wir schauen uns das mal von oben an. Wir sehen jetzt allerdings nur das Grün. So wie es aussieht, kriegen wir jetzt hier keine Übersicht. Das hätten wir dann wohl vorher machen müssen. Okay, es geht natürlich bergab, 30 Fuß. Wir haben ein bisschen Wind von links, von rechts. 135 Yard. Er würde hier uns vorschlagen, mit einem Wedge zu spielen. Aber da es den Berg runter geht, nehmen wir mal lieber das 60er Wedge. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. So. Jo, sehr gut. Jetzt hat er aber bestimmt Spin. Ah, hervorragend. I mean, this is a clinic in how to play the game. Just keep everything hole high. Give yourself a look for birdie. That's good to laugh coming up. Zur Erklärung, wenn es natürlich den Berg runter geht, dann nimmt man in der Regel immer einen Schläger weniger. Geht es den Berg hoch, dann eher einen Schläger mehr. Denn am Ende fällt ja der Ball einfach runter. Und Scotty Scheffler spielt natürlich hier auch eine hervorragende Annäherung. So, Scotty Scheffler puttet als erstes. Und natürlich zum Birdie. Und? Ah, fällt nicht. Is painful. I mean, all you gotta do, just hit it. Just hit it. Pretty comfortable spot here for birdie to win the hole. So, genau, wenn wir den einlochen, haben wir die Bahn gewonnen und das ist so ein bisschen, das finde ich jetzt wirklich gut, diese typische Putthaltung von Jack Nicklaus, der also immer so ein bisschen über den Ball, also wirklich so mit Buckel dasteht, also das ist wirklich gut getroffen. So, es geht deutlich bergab, wir haben aber ein bisschen Break über links, wir können aber, oh, da rennt ganz schön, okay, dann versuchen wir es mal so, okay. Yeah, that's a good putt. It's a birdie here at 1. And that's going to be enough to take the hole. Settling in, hoping for a good one here at the par 3. Ja, wie gesagt, es kommt nicht auf den Score als solches an. Wir müssen einfach immer nur einen Schlag weniger haben. Und dadurch haben wir jetzt dieses Loch gewonnen und sind 1 auf. Wir sehen es auch rechts oben steht es. 1 auf, 1 ab. Wir führen also mit einem Lochgewinn. So, hier schauen wir nochmal. Wir sehen, dass das Grün zu uns fällt und nach rechts. Aber in der Mitte fällt es dann nach links. Okay.
Okay, diesmal geht es 14 Fuß nach oben. Er schlägt uns wieder ein Eisen, ein 60er Wedge vor. Es ist, wie gesagt, ein Kurzplatz. Das heißt, die Entfernungen sind hier gering. 104 Yards zum Loch. Das sind ungefähr 90 Meter. Da es jetzt aber berghoch geht, wir haben aber auch Rückenwind. Okay. Finesse. Wir nehmen ein 56er. Das heißt, wir müssen aber ein bisschen weiter schlagen. So. Ja, wir versuchen, den ein bisschen höher anzuspielen. Ja, ein bisschen Spin wäre gut. Ah, okay. Ja, der ist ein bisschen kurz, oder? Ja, kommt zurück und spinnt. Also, das heißt, Scotty wird als erstes putten. Okay, that ball safely on the green. A birdie opportunity at two, and Nota Begay is down there. And not too much break on this, maybe a little to the right, but it's going back up the hill, so we can't. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ah, zu kurz. Yeah, I think he's going to be very disappointed that he never gave that a chance to get to the hole. A six-footer now for birdie. So, würden wir den einlochen wieder zum Birdie, dann hätten wir das Loch wieder einmal gewonnen, würden zwei aufgehen. Wenn wir zwei Schläge brauchen, dann würden wir das Loch teilen, würden mit 1 auf die 3 gehen. Sollten wir jetzt natürlich 3 Putts gebrauchen, würden wir das Loch verlieren und es wäre even par. Okay, es geht leicht bergab. Das heißt, wir werden nicht so stark spielen, aber es hat natürlich jetzt ein deutliches Break. Ein deutliches Break nach links. Ja, wenn der jetzt natürlich drüber hinausläuft, wird er natürlich jetzt auch... Ja, der wird jetzt übers Loch hinauslaufen. Deswegen nicht so stark. Aber dann müssen wir natürlich auch weiter oben anhalten, weil er einfach nicht so schnell runterrollt. Ah, schade. Ah, okay, jetzt wird es wieder heikel. Das wird ein Wadenbeißer. So, bergauf heißt, wir geben ein bisschen Gas. Linke Lochkante. Ja, und werden das Loch teilen. Wir gehen mal davon aus, dass Scotty den Ball versenken kann. That finished off for par. He was the second. This hole's gonna be tied, so the difference will stay at one. And getting set to tee off on this par 3. Ja, war natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Chance, 2 aufzugehen. So, wieder eine Bahn oder ein Grün mit Wasser im Hintergrund. Es geht jetzt wieder down. 22 Fuß. Wir haben wieder ein 60er in der Hand. Das heißt, kürzer geht ja nicht. Und wir können den auch nicht kürzer spielen. Ah ja, okay. Haben aber jetzt auch ein bisschen Gegenwind. So, Finesse. Okay. Wir müssen mal schauen, das Ganze geht... Ja, wir sollten auf jeden Fall rechts vom Stock zum Liegen kommen. Da ist es flacher, links rollt er uns links runter. Ja, der ist zu kurz, der ist deutlich zu kurz. Das wird jetzt ein spannender Bunkerschlag. Ah, jetzt rollt er nicht runter. Ah, ein Stückchen zu kurz, etwas zu hoch angespielt.
Der geht links. Und ist auch zu kurz. Der wird jetzt links runterrollen, oder? Ah, spinnt. Okay. Alright, you take those all day long. On the green, chance for birdie coming up. Yep. Now from the bunker. Yeah, just a little splash out on this par three. Okay, komm, bleib liegen, sitz. Yeah, that'll do just fine. Had a pretty good run at that, and par should be pretty well within reach. Look here at birdie. And this may go just a fraction to the right, but otherwise it's flat and it's makeable. Oh. Ja, da hätte ich jetzt aber gesagt, hat er sich ein bisschen verlesen, aber gegen Ende ist er dann doch wieder rechts rübergebrochen, aber auch wieder zu kurz, das zweite Mal bereits. So, den müssen wir jetzt natürlich versenken, damit wir weiter vorne bleiben. Sollte aber auch nicht das Problem sein. Leichtes Break über rechts und wir sind eigentlich level. Ja, Jack Nicklaus. Jack Nicklaus war immer schon ein guter Putter. So that safely in, it's a par here at the third. That'll mean this hole's tied. The difference will remain one. Ah, auch wieder kurz gesteckte Fahne. Das wird natürlich eine schwierige Annäherung. Wenn er zu kurz ist, false front, rennt er ins Wasser. Okay. Hinten dran der Bunker, der jetzt natürlich nicht ins Spiel kommt bei der Lage. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir diesmal dürfen wir nicht zu kurz sein, auf gar keinen Fall. Bisschen Wind, Gegenwind. Ja, diesmal sollten wir definitiv nicht zu kurz sein. Wenn wir auf dem unteren Plateau hinter der Fahne sind, haben wir eigentlich einen relativ guten geraden Putt zum Stock. Ja, also wir dürfen auf keinen Fall zu kurz sein. Sonst rollt er uns ins Wasser. Aber auch nicht zu lang. Ja, sit. Ah, oh, jetzt hat er zu viel Spin. Okay. And that's what can happen when you land on an upslope like that. This just turns right around and rolls off the green. Ah, ja, das habe ich jetzt ein bisschen nicht und da habe ich unterschätzt, dass den Backspin habe ich unterschätzt. Natürlich hätte ich den auch hinten ran spielen können, aber der sieht natürlich nicht gut aus. Oh. Now that needed much more behind it than he'd got, and it comes up well short and into the hazard protecting the front of this par three. Okay, so now after the drop and the penalty stroke, this will become his third shot now at the par three. So, das wäre jetzt zum Beispiel. I don't think he's gonna fall in love with that one, Frank. But it won't hurt him. No, but you'd expect from there to sort of get it within kicking distance. Now you gotta work. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Situation, und das ist auch eine Besonderheit beim Lochspiel, dass man jemanden auch das Loch oder die Bahn schenken kann. Das heißt, Scotty Scheffler kann ja eigentlich erst mit dem vierten jetzt einlochen. Natürlich sollte er die Chance wahren, dass er noch das Paar spielt, aber mit dem Chip hat er jetzt natürlich den dritten gespielt und müsste jetzt oder könnte erst frühestens mit dem vierten einlochen. Und ich liege hier im Prinzip, wie viele Yards sind es? 3 Yards vom Loch weg. Und das ist anzunehmen, dass ich den eigentlich mit 2 Putts einloche und somit das Paar spiele. Das heißt, hier hätte man das, die Möglichkeit, im Gegensatz zum Zählspiel, dem Partner zu sagen, du, hier kann ich vermutlich, also ich traue dir zu, dass du mit 2 Putts hier den Ball reinbekommst und deswegen gebe ich dir das Loch, ich schenke dir das Loch. Man würde dann die Bälle aufnehmen und dann zum nächsten Loch weitergehen. Deswegen ist auch der Matchplay so das Spiel, was deutlich zügiger oder schneller geht als das Lochspiel, wo natürlich jeder Ball gespielt werden muss. Wir werden natürlich hier putten, denn es ist eher eine Temposache als eine Richtungssache und wir müssen eigentlich auch nur zum Loch kommen. So, über links. Denn wir sehen, leichtes Break über links. Wir nehmen den das Texas Wedge und müssen ein bisschen berghoch spielen.
Ja, ein kleines bisschen mehr vielleicht über links. So. Naja, okay. Und jetzt würde man definitiv sagen, okay, geschenkt zum Lochgewinn. Now, even for bogey, this to win the hole. Nee, das glaube ich nicht. Und den schiebt er auch noch vorbei. Why is it that putts on line come up short? Ja, unser Marker liegt fast, der fällt fast ins Loch rein. Okay, so that one finished off with double bogey. Ja. Und wir müssen den jetzt leider halt auch noch spielen. Das sieht das Spiel leider nicht vor, dass man was, dass man eine Spielbahn geschenkt kriegt. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. Looking for one good clean strike of the golf ball here at the par 3. Ja, ist ein schöner Platz, auch sehr herausfordernd, ganz klar. Natürlich sehr viel Wasser an den Bahnen. Hier ist eher das natürlich die Problematik, wir müssen übers Wasser spielen und haben auf der ganzen rechten Seite haben wir Wasser und natürlich einen kleinen Bunker, der, falls wir das Grün nicht treffen, zumindest ein bisschen uns absichern soll. Also das sollte man nicht eher als Hindernis, sondern als Vorteil sehen, denn die Böschung wird den Ball kaum halten. So, 145 Yards ist jetzt mal eins der etwas längeren Löcher. Wir sollen spielen mit einem Pitching Wedge gegen den Wind. Über links und wir haben eine False Front, also das heißt, der Ball muss aufs Grün. Und wir werden den ein bisschen nach hinten spielen, weil ich glaube, der Wind spielt schon eine Rolle. Und wir werden den auch etwas höher anspielen, damit er doch mehr nach unten fällt. Spin sollte er eigentlich nicht haben. Und der scheint mir deutlich zu kurz. Oh ja. Oha. Ja, das ist jetzt schon interessant. And that one not on the green, but not a terrible spot either. Sitting up in the short grass. So, im Gegensatz, wir sind ja zwei auf, ist natürlich Scotty Scheffler zwei down. Und spielt den deutlich besser. Ja, der rollt auch noch zum Stock. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier ums Paar kämpfen. Oh, that's a good looking shot. Just left of the flagstick. And he'll have that left for his birdie. Now chipping up to the putting surface for this, his second shot. So, 10. Wir müssen da hoch pitchen. 7. Ah, es geht eigentlich ziemlich gerade, ne? Wir stehen aber höchstwahrscheinlich etwas überm Ball. Ah, zu viel, zu viel, zu viel. Okay. Well, obviously that's not his best, but it'll be quickly forgotten, Frank, if he's able to get out of here with his par. Well, you might forget it. I won't. Far from his best. So, umgekehrt natürlich, wenn er den jetzt einlocht, dann brauche ich gar nicht mehr putten. Oh, das war ein schwieriger Putt. Okay. Ich habe zumindest die Chance hier noch das Loch zu teilen. Ja. Und das sollte mir eventuell gelingen, denn wir haben dadurch, dass praktisch kein Break. Wir haben eigentlich kein Break. Unten geht es ein kleines bisschen nach rechts. Auf den letzten Zentimetern geht es dann ein bisschen nach rechts. Okay, that'll guarantee at least a push. That's in for par. That one finished off. It is a par here at 5. This hole will be tied, so the difference will stay at 2. Par 3 tee shot needs to be precise. So, jetzt auch wieder eine Bahn direkt übers Wasser gespielt. Das
Wieder einmal, ich glaube, das war jetzt bis jetzt eine einzige Bahn, die zwei, die nicht am Wasser war. Also insofern schon sehr, sehr interessant. Allerdings auch hier jetzt wieder ganz klar, es geht ein bisschen nach unten und wir haben Rückenwind und man sieht, dass es hier, ja, dass der auf dem unteren Plateau ist. Hinten dran gibt es dann eine Erhöhung. Okay. Ja, auch hier gilt, jetzt haben wir ein bisschen Rückenwind, ein 50er Wedge. Der wird natürlich spinnen, wenn der aufkommt. Mit Drive auf jeden Fall. Ja, ich meine, wir müssen ja nicht aggressiv spielen. Scheffler muss auf jeden Fall versuchen, Punkte zu machen. Es geht ein bisschen runter. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Er wird spinnen. Ja, dann gehen wir doch ein bisschen kürzer, denke ich. Oh, und bleibt liegen. Okay. Ja, wenn man natürlich das jetzt sieht als Scotty Scheffler, dann muss man jetzt angreifen. Weil sonst läuft man Gefahr, dass man das Loch verliert und nicht nur unentschieden spielt. Und der geht rechts weg, aber landet auf dem Grün und wird spinnen. Ja, ein kleines bisschen nur, ein kleines bisschen. Okay, ich glaube, Scotty muss als erster putten. No need to take on an unnecessary risk. There's nothing wrong with walking away from here with a three. Okay, da geht links vorbei. Unsere Chance, das Loch zu gewinnen. Auf jeden Fall müssen wir es teilen. Not much to this one. It's for birdie. Ja, ist schon interessant. Ich glaube, wir liegen genauso ein bisschen auf einer Welle oder so. Also ist interessant. Es geht nach unten wieder mal und wir müssen aufpassen, dass er uns nicht durchrollt. Und teilen ist nicht verloren, ganz im Gegenteil. Dann gehen natürlich Scotty die Löcher aus. Wir sind ja schon an der 6, das heißt, es gibt nur noch 3. Okay, er wird zuerst ein bisschen nach rechts breaken und dann unten wieder nach links. Aber er wird mehr nach rechts breaken als nach links. Aber ich will nicht, dass er so schnell läuft. Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. And that will make things a little tighter as he gets back to 3 down. Ah, jetzt haben wir es gesehen. Natürlich dadurch, dass ich das Birdie gespielt habe, brauchte Scotty Scheffler nicht mehr putten, weil wir haben das Loch schon gewonnen. Und das heißt, im Prinzip können wir diese Runde schon nicht mehr verlieren, denn wir sind jetzt 3 auf. Sind aber nur noch 3 Bahnen zu gehen und das heißt, sowas nennt man dann meines Wissens Dormi. Das heißt, wir können eigentlich nur noch teilen oder unentschieden spielen und sobald wir ein Loch geteilt haben, wir müssen eigentlich nur noch auf Teilen spielen, sobald wir eine Bahn geteilt haben, haben wir das Match bereits gewonnen. Also alle Trümpfe sind in den Händen von Jack Nicklaus, den wir spielen dürfen und wir spielen bergauf, 6 Fuß, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen, also mehr oder weniger ein ganz normaler Schlag. Der Wind kommt von links. Wir werden ein kleines bisschen länger spielen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ein bisschen länger spielen. Das müssen wir natürlich dann eigentlich eher so machen. 56er, länger gespielt, weil der wird natürlich, ja gut, Finesse wird ja nicht so viel Spin drauf haben. Aber wir spielen den lieber safe aufs Grün. Ja, der kommt dann sowieso ein bisschen zurück. Man sieht es hinten, das ist wieder das untere Plateau und hinten geht das Grün nach oben. Und da müsste dann doch eigentlich wieder ein bisschen zurückkommen. So, wieder hoch angespielt. Ja, der ist zu kurz. Der wird die False Front runterkommen, weil er spinnt, oder? Bleibt er hängen? Alles gut. Na, hervorragend. Wir liegen in der Nähe. Das passt schon. Ich hatte ein bisschen Angst, die Befürchtung, dass er die False Front runterkommt. Scotty macht das besser, so wie ich das sehe, wenn er nicht so viel Spin drauf hat. Ah, okay. I mean, that was almost LeBron James, a slam dunk in full flight. What a shot. Ja, er muss angreifen. Er muss angreifen.
So, wir können natürlich jetzt aggressiv putten im Prinzip, denn wir haben jetzt drei Matchbälle. Es geht 3 Inches nach oben. Ja, so viel Break wird er gar nicht machen. Es ist natürlich immer das Problem, wenn man aus dem Vorgrün heraus puttet, dass er dann auf den ersten Zentimetern man nie genau weiß, wie er dann wirklich rauskommt und rollt, ob er auf die Linie kommt oder nicht. Naja, das Break ist schon deutlich, aber auf der anderen Seite geben wir natürlich etwas Gas den Berg hoch, ne? Okay. Ja, der geht links vorbei. Der ist praktisch sofort links rüber. Der war überhaupt nicht auf der Linie nach rechts. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob Scotty hier seine Chance nutzen kann. Nein. Doch. Ja, da hat es die KI jetzt sehr, sehr spannend gemacht. Im ersten Moment sah es so aus, als würde der Ball rechts weggehen. Und dann fällt er auf den letzten Millimeter praktisch noch ins Loch rein. Seitwärts wohlgemerkt. Okay. So, jetzt haben wir wieder eine spannende Bahn. Oh, da geht es aber ganz schön runter. Heieieiei. Okay. Das sieht aber nicht so aus, als würde er aufs Grün kommen. Oh, that was just never online and it will be into the hazard here left of this par 3 green. So, das ist jetzt das zweite Mal, dass er ins Wasser geschlagen hat und unser Ziel muss es natürlich sein, den Ball einfach nur safe aufs Grün zu bekommen. Es geht 39 Fuß nach unten. Das heißt, eigentlich müssten wir einen Schläger weniger nehmen und wir werden über rechts gehen und eher laufen wir dann Gefahr, dass er eigentlich zu lang ist. Ja, vorhin hat es ja auch gepasst und jetzt geht es aber deutlich nach unten. Okay, 56er. Ja, das 56er. Auch hier wieder leicht hoch angespielt. Er soll nur aufs Grün kommen. Oh, und bleib. Haha, da würde ich doch sagen, haben wir Maximum Druck aufgebaut. Ja, im Prinzip kann man eigentlich jetzt schon die Bälle aufheben und uns gratulieren. Weil den, ja, also, ich meine, das ist jetzt zum dritten und wir spielen wirklich zu, oder wir putten zum Birdie. You have to appreciate that. That is excellent technique right there to get right around gimme range. Should help him walk away with just a bogey. No doubt. This is such a tricky green too. So that's very well done. So, wenn wir natürlich die 9. Bahn sehen wollten, könnte ich jetzt den vorbeischieben, aber... Nee, den müsste ich schon mehrmals vorbeischieben, denn auch wenn wir das Loch teilen, habe ich gewonnen. Ihr seht's, Birdie to win the match, aber auch im Prinzip, wenn wir das Paar spielen, denn Scotty spielt ja jetzt zum Bogey. Und selbst wenn wir das Bogey spielen, hätten wir dieses Matchplay gewonnen. Okay, ich glaube, wir können das Ganze etwas abkürzen. Okay, so that all that was left following a brilliant tee shot, and it is not much more than a tapped-in birdie. And that'll do it. A good battle here gonna come to an end. Well, that about wraps things up for us here today. I'd like to thank my partner, Frank Nabilo. Enjoyed it, Frank. Certainly did, Rich. Once again, the golf course provided more than a stern test. And for the entire team, I'm Rich Lerner. Until next time. So, das soll es also gewesen sein vom Augusta National Par 3 Kurs. Wie gesagt, immer wieder am Mittwoch, also am Tag bevor das Masters beginnt, ist da Family Day angesagt. Das ist ein ganz, ganz großes Event. Und ihr habt es jetzt gesehen, ein auch anspruchsvoller Kurs, absolut. Denn Höhenunterschiede darf man nicht unterschätzen, beziehungsweise auf die leichte Schulter nehmen. Da muss man schon auch präzise spielen, zumal ja die Grüns jetzt auch nicht die größten sind. Und man auch fast immer Wasser hat, also Wasser ins Spiel kommt. Das macht es dann schon sehr, sehr interessant.
Das heißt, hier muss man schon ordentlich die Bälle auch schlagen, damit sie in die Luft kommen. So, wir haben hier tatsächlich das Matchplay als Niklas gewonnen. Ich hätte gerne gegen ihn gespielt, aber das ging leider nicht. Aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt wieder mal nicht nachvollziehen kann, dass man hier einen neuen Spieler hinzugenommen hat. Aber ich kann den nicht oder ich kann nicht gegen ihn spielen. Ich weiß nicht, ob es daran liegen soll, dass Jack Nicklaus nicht mehr aktiv ist, aber das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Nichtsdestoweniger, Scotty Scheffler hat es versucht mit zwei Wasserbällen und zwei Strafschlägen. War es natürlich dann ganz, ganz schwierig, zumal wir gleich die erste Bahn gewonnen haben. Und das ist natürlich beim Matchplay dann immer schon eine ziemliche Bürde, wenn man gleich schon mal von der ersten Bahn vom Start ab weg nur noch hinterherläuft, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist eben Matchplay. Ein ganz anderes Spiel, weil man einfach immer nur Loch für Loch entsprechend plant. So, das soll es also gewesen sein. Mit 3 und 1 haben wir dieses Matchplay auf diesem Par 3 Kurs gewonnen. Ich hoffe, es war wieder mal ein bisschen interessant für euch. Es tut mir leid, dass wir die 9. Bahn nicht mehr gesehen haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem Masters, das zurzeit läuft, aber Bryson DeChambeau zurzeit noch führt. Lass mich kurz schauen. Mit 7 unter Paar und Scotty Scheffler ist direkt hinten dran mit 6 unter Paar und Nicolas Højgaard und Max Homer 5 unter Paar, geteilter Dritter und Danny Willett, der auch schon mal das Masters gewonnen hat, liegt zurzeit auch gut auf dem 5. Platz. Übrigens noch angemerkt am Schluss, Scotty Scheffler ist der amtierende Masters-Sieger und Titelverteidiger. Und wenn ihr vor 14 oder 3 Wochen war es gesehen habt, die Players Championship, dort hat er als allererstes es geschafft, die Players Championship als Titelverteidiger zu gewinnen und eben auch wieder den Titel einzufahren. Auch das Historie. Und wenn natürlich Scotty Scheffler das jetzt hier auch wieder schaffen könnte, könnte er sich mit den ganz, ganz Großen in Augusta jedenfalls einreihen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch viel, viel Spaß beim Golfen. Wünsche euch, wie wir sagen, ein schönes Spiel und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.